Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Victoria TV. Heute bei einer ganz besonderen Atmosphäre, im zweiten Flutlichtspiel in dieser Saison, geht es gegen die U23 des VfL Bochum. Und dass Bochum sehr defensiv stark ist, haben sie in der Vergangenheit bewiesen, denn da haben sie die letzten 4 Spiele kein Gegentor mehr kassiert. Also eine vielleicht schwere Aufgabe für unsere Mannschaft. Christian Wienhold hat sich das Spiel angeschaut und fasst es zusammen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Die Partie Erster gegen den Achten begann mit einer Chance für unsere Gäste aus Bochum. Nach dieser Ecke landet der Ball bei Maximilian Jansen, aber sein Schuss geht rechts am Tor von Poremba vorbei. Dann gab es wieder Ecke, dieses Mal aber auf der richtigen Seite. Unser Mann für die Standards, David Müller, bringt den Ball genau auf den Kopf von Kukielka drüber. Schade, das war eine gute Gelegenheit, so frei wie die Bochumer Hintermannschaft unseren Abwehrchef dagelassen hat. Die Gäste ließen zu dieser Phase des Spiels allerdings nicht locker und zeigten eine taktisch disziplinierte Leistung. Hier lädt sich der langjährige Bundesliga-Profi Gramotzes, der auch schon für den 1. FC Köln am Ball war, die Kugel zurecht. Und was macht er? Er zieht einfach mal ab an die Latte! Damit hat hier niemand gerechnet. Aus 40 Metern Entfernung versucht er es mit all seiner Erfahrung einfach mal direkt und unsere Mannschaft hat hier das erste Mal so richtig Glück gehabt. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch beider Teams. Die Victoria zeigte sich allerdings unbeeindruckt von der guten Leistung der Gäste. Und das ist die große Stärke dieser Mannschaft in der bisherigen Saison. Nach schöner Kombination landet der Ball auf Burdus. Der Keeper wehrt ab auf Schlösser und da ist das Tor. 1:0 nach nun 30 gespielten Minuten und Schlösser mit seinem nun dritten Saisontor. Und schauen wir uns das Tor noch einmal genauer an. Burdus läuft hier gut den jungen Keeper an, der kann den Ball dadurch nicht festhalten und Schlösser reagiert gedankenschnell. Mit der Führung im Rücken erspielte sich die Victoria dann auch noch 2 weitere Chancen vor der Pause. Diese Ecke landet wieder bei Burdus, der scheitert jedoch aus kurzer Distanz. Und auch David Müller hat im Abschluss kein Glück nach diesem schnell ausgeführten Freistoß von Kukielka. Mit der knappen Führung ging es also in die Halbzeit und wir springen auch direkt weiter in die erste Szene der zweiten Hälfte. Und die gehörte wieder unserer Victoria. Diesen Schuss kann Heuer Fernandes allerdings sicher festhalten. Und dennoch, auch die starken Bochumer knüpften nach dem Wechsel nahtlos da an, wo sie aufgehört hatten. Und wurden auch prompt dafür belohnt. Kapitän Gramotzes bedient hier mustergültig Fabian Götze und der Bruder von Nationalspieler Mario Götze markiert den Ausgleich. Man merkte der Victoria an, sie wollte diesen Schock nun schnell verdauen und spielte sich den nächsten Angriff aus. Nach Flagge von Wunderlich setzt sich Burdus hier gekonnt gegen 2 Abwehrspieler durch, schafft es aber leider nicht, seinen Flugkopfball auf das Tor zu bringen. Stattdessen boten sich für die Bochumer nun Möglichkeiten zu kontern. Der starke Gramotzes legt sich hier den Ball zur Ecke zurecht und er macht es direkt. Gramotzes zirkelt diesen Eckball über den völlig überraschten Poremba hinweg ins lange Eck und die Victoria befindet sich nun in ungewohnter Situation. Das erste Mal in dieser Saison muss die Mannschaft einem Rückstand hinterherlaufen. Doch wieder drängten die Spieler von Heiko Scholz auf das Tor der Bochum. Man wollte schnell antworten. Nach diesem hohen Ball ist es jedoch ein weiteres Mal Burdus, dem das nötige Glück im Abschluss hier abhanden geht. Man merkte, beide Teams schenken sich in diesem Spiel nichts. Daniel Engelbrecht erobert hier stark den Ball und versucht es einfach mal alleine, verzieht aber aus der Distanz. Und auch die nächste Szene gehörte unseren Gästen. Yannick Stevens setzt sich hier technisch stark über rechts gegen Kotzer durch, aber Poremba mit einem starken Reflex. Dann endlich auch unsere Victoria wieder einmal im Vorwärtsgang. David Müller sprintet auf das Tor von Heuer Fernandes zu und wird im Strafraum gelegt. 11 Meter muss hier die einzig richtige Entscheidung lauten. Und zudem tritt wie letzte Woche in Mönchengladbach schon wieder unser Kapitän Mike Wunderlich an. Entschlossener Antritt. Und 2:2, das war so wichtig. Etwas mehr als 15 Minuten verbleiben der Mannschaft jetzt noch für mögliche 3 Punkte. Und auch in der Wiederholung sieht man noch einmal, Wunderlich lässt dem jungen Bochumer Torwart mit seinem platzierten Schuss keine Chance. Dann wurde es bei den 1260 Zuschauern im Sportpark Höhenberg Zeit für die ganz großen Emotionen.
Nach langer Verletzungspause kam Ercan Aydınus in der 79. Spielminute für Christian Schlosser in die Partie. Und er hatte auch sogleich die Chance, unter Beweis zu stellen, dass er nichts von seiner Torgefahr verloren hatte. Nach seinem akrobatischen Schuss bringt der Bochumer Torwart den Ball noch gerade so über die Latte. Die letzte Szene des Spiels war dann aber wieder auf Seiten der Bochumer. Und die hatten ja schon unter Beweis gestellt, dass sie gefährliche Ecken schießen können. Dieses Mal von der rechten Seite fliegt der Ball in den Strafraum, wird zu kurz abgewehrt und landet bei Simon Kohlen, 3:2. Als jeder hier schon mit einer Punkteteilung gerechnet hatte, befördert der Bochumer den Ball humorlos ins linke untere Eck vorbei an unserem Keeper Kurenda. Nach dieser Aktion war Schluss. Die starke zweite Mannschaft des VfL Bochum fügt unserer Viktoria nach 8 Siegen in Serie die erste Niederlage der Saison zu. Am Freitagabend geht es dann aber schon wieder weiter zum Auswärtsspiel in Wuppertal und mit der neuen Chance auf weitere 3 Punkte. Nun aber erst einmal die Stunden zum Spiel und anschließend das neue Tippspiel für unsere Viktoria-Fans. Wir haben es heute einfach nie geschafft, unser Spiel durchzukriegen. Wir haben der letzte Pass oder der vorletzte Pass war zu ungenau und somit sind wir auch immer wieder auch in Konter gelaufen und habe ich schon gesagt, die Jungs haben das richtig gut gemacht von Bochum und letztendlich sind wir natürlich enttäuscht, aber letztendlich wussten wir auch, dass dieser Tag kommt, dass das gerade zu Hause ist, ist ein bisschen ärgerlich, aber mir war schon klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen können. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig und ist auch gut so, dass wir in 2 Tagen schon wieder spielen und dann in Wuppertal können wir alles wieder oder vieles wieder gut machen. Ist dann bloß schade, dass wir nie noch den Punkt mitgenommen haben, weil mit dem Punkt wäre ich zufrieden gewesen nach dem Spielverlauf. Und das ist schade, dass die Jungs gekämpft haben, sind wieder rangekommen und dann wurden sie nie belohnt mit einem Punkt. Und deswegen sind wir natürlich enttäuscht, aber es geht morgen wieder weiter. Hallo, du bist heute unser erster Kandidat für das Viktoria-Fan-Tipp-Spiel. Ich lese dir die kompletten Partien vom 10. Spieltag vor und du gibst dann deine Tipps ab. Okay, bereit? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Sportfreunde siegen gegen Schalke 04. 2:1. Sportfreunde Lotte gegen SC Wiedenbrück. Lotte gegen 5:0. Wuppertaler SV gegen Viktoria Köln. Ja, das ist 3:0 für Viktoria. Fortuna Köln gegen Fortuna Düsseldorf. 2:2. Erster FC Köln gegen SV Bergisch Gladbach. 2:1 FC. SV Werl gegen VfB Hüls. Werl. Werl gegen Hüls. Ja, unentschieden. 1:1. Rot-Weiß Essen gegen FC Krai. Rot-Weiß Essen gegen Krai. In Essen, ne? In Essen. Da ist, sagen wir, 2:1. Borussia Mönchengladbach gegen Rot-Weiß Oberhausen. 0:0. VfL Bochum gegen MSV Duisburg. 1:1. Und die letzte Partie, Velbert gegen Bayer Leverkusen. 3:1 für Leverkusen. Vielen Dank für deine Tipps.